So, Herrschaften, Podcast für die Wochen 45 und 46. Heute wieder mit Anja. Anja weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe, also ist sie völlig außen vor. Völlig unvorbereitet. Völlig unvorbereitet, ist aber auch nicht schlimm. Das Einzige, was ich in meinem Text geschrieben habe, dass wir vorletzte Woche in Athen im Urlaub waren und diese Woche dafür gebraucht haben, um uns hier wieder zu akklimatisieren. Das war das, was ich geschrieben habe. Und das, was wir heute machen, ist also was wie eine Urlaubsauswertung für den Podcast. Wir werden das nicht allzu lang in die Länge ziehen. Länger als eine halbe Stunde hört mir ja sowieso keiner zu. So, also. Jetzt erzählt uns Anja erstmal, wie sie den Urlaub organisiert hat, weil ich bin nur mitgeflogen. Ich war bloß dekoratives Element. Ich war bloß das fette Frettchen, was auf dem Flughafen hinterher gerollt ist. Mit dem Koffer. Mit dem Koffer. So, Das also. war auch schon sehr lustig. Also, Anja hatte den Urlaub gebucht. Wie? Du hast das Hotel und den Flug einzeln rausgesucht. Ja, aber als Pauschalreise zusammengepackt. Ich weiß nicht, ob das Leute wissen, aber wenn ihr eine Pauschalreise bucht, dann ist die versichert über den Reisemittler, also der, der die Reise veranstaltet. Ob das das Reisebüro ist oder das Reiseunternehmen, ne, das ist immer der große Unterschied. Wenn ihr alles einzeln bucht, dann seid ihr dafür selber verantwortlich. Wenn der Flug nicht fliegt, dann haftet keiner. Wenn das Hotel irgendwie Wasserschaden hat, haftet auch keiner. Und wenn ihr eine Pauschalreise bucht, egal welche Komponenten ihr dazu packt und es über einen Reiseleiter bucht, das dann die Pauschalreise komplettiert, dann ist alles abgesichert, was natürlich auch immer im Kleingedruckten nochmal gelesen werden sollte, was alles abgesichert ist. Aber im Prinzip ist es so, dass die Haftung dann beim Reiseleiter liegt. Wenn der Flug nicht fliegt, müssen die einen Ersatz finden. Wenn das Hotel nicht kann, müssen die einen Ersatz finden. Deshalb bin ich da immer hinterher, dass die Komponenten zusammengeschmissen werden und als Pauschalreise gebucht werden, was heutzutage auch möglich ist. Und das habe ich gemacht. Seht ihr, das ist nämlich der große Vorteil, wenn man einer geprüften Tourismusfachwirtin zusammen ist. Man kann gefahrlos in den Urlaub fliegen Hat Hintergrundwissen. und hat Hintergrundwissen. Was man selber nicht, sich nicht merken braucht, weil man ja mit einer geprüften Tourismusfachwirtin zusammen ist. So Ja, kurzer Einwand meinerseits, falls sich das heute wieder komisch anhört. Ich habe leider bei mir im Büro mein Mikrofon vergessen und deswegen nehmen wir heute mit der eigentlich für Videoaufnahmen gedachten Lösung auf. Allerdings haben wir heute zwei Mikrofone. Mal gucken. Also prinzipiell auch noch eine kleine Bildungsmaßnahme im Audioaufnahmebereich. Also wenn es sich komisch anhört, ich werde es nachher nochmal durch Outer City schleusen, aber egal. Hauptsache ihr versteht uns. Hört uns ja eh keiner zu. Wir reden ja sowieso bloß unser Podcast-Tagebuch für uns selber. Genau. Ja. Also, wir sind losgeflogen dann am Freitag. Erste Auffälligkeit, wir hatten unser Auto auf einem der berühmt-berüchtigten Großparkplätze untergebracht, was an sich okay war, auch im Nachgang. Das Auto ist unbeschadet da, die Tage abgestellt gewesen. Allerdings, ja, ich möchte das nicht mal auf Berlin schieben. Aber die Mitarbeiter dieser Firma waren doch recht kurz angebunden und nicht sonderlich kommunikativ. Aber egal, das war jetzt nicht wichtig. Das Auto redet ja nicht, von daher, das Auto wollte nur stehen und seine Ruhe haben. Von daher war es okay. Wir Ja. fühlten halt etwas Wir gehetzt. fühlten uns nur etwas von den Mitarbeitern gehetzt, obwohl wir noch 2,5 Stunden Zeit hatten, bevor unser Flug ging. Also von daher. Wir waren sehr zeitig da eigentlich. Ja, wir waren relativ zeitig da, genau. So, ansonsten kann man sagen, wenn die Berliner Flughafenbetreibergesellschaft irgendwie mal einen Tipp haben will, wie sie Energie sparen können, dann Ich wollte gerade fragen, Leute, wisst ihr, warum der so überheizt ja, ist? also sie könnten eigentlich die Temperaturen im Innern des Flughafens locker um 1 bis 2 Grad reduzieren, ohne einen Einbuße zu haben. Im Also, Gegenteil, es würde mehr Komfort bringen, wenn sie ja, 10 Grad einsparen also ich würden. bin da im T-Shirt durch die Hallen gejoggt und habe trotzdem so innerliche Schweißausbrüche und äußerliche Schweißausbrüche gehabt. Also mal dazu gesagt, wir hatten ja die Winterjacke zwar an, weil für den Rückflug wussten wir, dass es kalt werden würde, aber wir wussten ja, wenn wir aussteigen, wird es warm sein und haben nicht so viel Klamotte angehabt und sind dann zum Flughafen hin und hatten auch nur, ich sag mal so, den Übergangsschuh an, das nicht zu kalt in Deutschland, aber auch halt nicht zu warm in Athen ist, wenn wir aussteigen.
Und ich hatte wirklich das Gefühl, meine Füße würden da wegkochen. Es ist so unglaublich warm auf diesem Flughafen gewesen. Und es war im Prinzip auch schon alles ausgezogen, was auszuziehen ging. Und nach dem Security-Check-in hatten wir halt auch wirklich bloß noch den Pullover an und nicht mehr viel Genau. angezogen, weil es unglaublich heiß dort war. Also spätestens als die Flughafenmitarbeiter kamen und mich darum baten, meine Hose und mein T-Shirt wieder anzuziehen. Naja, mir war halt warm, ne? So. Aber egal. Ist vielleicht ganz gut für die Sicherheitscheck. Ja, Dann zieht man sich ja eh genau. freiwilliger aus, wenn es nicht so kalt unten rum ist. Das wiederum möchte ich ganz kurz positiv erwähnen. Der Sicherheitscheck im Berliner Flughafen war bei uns sehr professionell, sehr freundlich, Ja, aber auch sehr gründlich, muss ich sagen. Also das stimmt. trotz der Gründlichkeit ging es sehr schnell und war, also die Mitarbeiter waren hyperfreundlich, also wirklich super geil. Ganz Also selten so erlebt. ja, genau, also Kompliment an eigentlich an alle. Also die Flughafenmitarbeiter in Berlin sind mir, also alle, mit denen ich da kurzzeitig Kontakt hatte, sind mir als sehr nett und freundlich Positiv aufgefallen. aufgefallen, Ja, ja. sehr positiv aufgefallen, Ja, genau. ja. Auch die Jungs von der Bundespolizei, die da rumlaufen, auch alle hyperfreundlich und sehr lieb und so und alle hilfsbereit. Also in dem Falle möchte ich mal eine Lanze für die Mitarbeiter des BERs BER brechen. brechen. Die waren bei uns sehr freundlich. Also wir verteilen da gerne mal etwas Lob an die Sternchen, Mitarbeiter. ja. Genau, ein paar Sternchen Sonst mehr. kriegen sie ja wahrscheinlich immer nur Bashing Genau, ab oder so. genau. Gleiches gilt allerdings auch für die Mitarbeiter der Fluggesellschaft, mit der wir Oh geflogen ja. sind, ne? Die Aegean Aegean Airline. Airlines, ne? Die Fluglinie, die Anja nie aussprechen Genau, kann. nämlich immer der griechischen Fluglinie, genau. Und auch die, für den Stress, den die haben, sind Oh die auch ja. hyperprofessionell und super mega freundlich. Und da gibt es auch keinen Punkt, wo man sich da in irgendeiner Art und Weise reiben könnte. Die sind super nett und immer hilfsbereit, etc. Und ja, der Flug, den wir hatten, das ist so dieser Linienbusflug, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, das ist die Ne, die Linie, die fliegen da am drei. ehesten hin und her, Ja, und die genau. fliegen auch irgendwie, glaube ich, Dienstag, Freitag Hm, und dreimal die Woche. Sonntag, dreimal die Woche und das dann aber auch dreimal am Tag gleich. Ja, genau. Also die bullern von Athen nach Berlin, dann wird umgeladen, also Genau. die ganzen Fluggäste raus und dann die einmal durchgesaugt und die ganzen neuen Fluggäste wieder rein und dann zieht der Pilot einmal am Hebel, rollt zurück und dann Geht wieder ab nach gibt Berlin. Schub und dann ballert er wieder in die jeweils andere Stadt, also entweder nach Berlin oder nach Athen und das dreimal am Tag. Die Muss sich haben anscheinend also, lohnen, die ja. A muss es sich lohnen, B müssen die richtig zu tun haben. Also ich denke mal, die haben auch wirklich richtig Action den Tag über. Ich glaube, die sind auch froh, wenn die den Tag durch haben, ne? Ja. Aber wie gesagt, sehr professionell, sehr lieb. Es gibt was zu essen auf dem Flug, der nur 2 Stunden, 45 Minuten regulär Genau. dauert. Und Was zu essen, was zu trinken. genau, was zu essen, was zu trinken. Was ja immer wichtig ist, dass es auch was zu trinken gibt. Das ist ja immer so ein Genau, Ding von, das so. kriegt man ja noch nicht mal auf 5 Stunden Flügen nach Ägypten, wenn man jetzt in den, sage ich mal, Genau. normalen Billigflieger einsteigt. Ich meine, man kriegt, was man bezahlt, muss man mal dazu sagen, ne? Wenn ich jetzt eine Airline buche, die halt sehr günstig gestrickt ist und die halt wirklich am Limit halt kalkuliert, ja, dann ist es halt so, da bleibt halt kein Geld übrig, um Essen und Getränke an die Gäste zu geben. Aber es hatte mich überrascht. Ich hatte erst was gelesen, habe das gar nicht für voll genommen, weil ich dachte, na, auf 2, 3 Viertelstunde Flug, da gibt es kein Essen und auch kein Getränk, dachte ich, und habe das erst überlesen und waren erstmal beide ganz überrascht, dass es auf einmal so Getränke und Essen gab. Das war so ein lustiges kleines Ja, Gebäckstück, so ein griechisches, wie war so sehr eine, lecker. ja, wie so eine Teigtasche halt, ne? So, Genau. ja. Und halt ansonsten Cola, Wasser, Bier, was Ja, man halt tatsächlich, aber möchte. auch alkoholische Getränke, die sie Ja, ja, ausgeschenkt haben, ja, die ja. man nicht extra bezahlen musste. Also wir waren echt überrascht gewesen auch, ne? Ja, so. Und dann, wie gesagt, angekommen in Athen. Dann, ja, dann lief auch alles reibungslos, ne? Wir sind ja Gott sei Dank im Schengen-Raum. Da ist das ja alles ein bisschen easy peasy. Ja. Ja, da filzen sie dich ja nicht am Ankunftsflughafen nochmal. Da schieben sie dich nur raus und dann wartest du halt kurze Zeit. Das ist ja auch wieder so eine lustige Begebenheit. Es gibt ja so Menschen, die komplett geduldsbefreit sind und die echt glauben, dass sie, wenn sie dann in Höchstgeschwindigkeit zum Kofferband eilen, Dass der Koffer schneller da sein würde. dass der Koffer schon da auf sie warten würde. Wo man sagt, Leute, ihr müsst den armen Jungs da an der Gepäckausgabe auch mal Zeit lassen, die Koffer aus dem Flugzeug zu holen und dann zur
zum Kofferband zu fahren und darauf zu packen. Also das dauert schon so ein paar Minuten. Also da kann man sich dann auch mal 10 Minuten, eine Viertelstunde irgendwie auf so einen Hocker da setzen, den sie da bereitstellen und sich entspannen und warten, bis der Koffer dann angerollt kommt und dann ist auch gut, ne? Also wir hatten wieder sehr viel Spaß ja, bei sozialen Beobachtungsexperimenten. Ja, war der echte Knaller, was man da zu sehen gekriegt hat. Naja, und dann sind wir aus dem Flughafen raus. Ich muss sagen, der Athener Flughafen zeichnet sich durchaus auch dadurch aus, dass er sehr sauber ist, wie BER auch, muss man auch sagen. BER und der Athener Flughafen sehr sauber, sehr aufgeräumt, sehen sehr gepflegt aus, die Flughäfen, muss ich sagen. Kann man sich auch wiederum nicht beschweren. Und dann am Ausgang hatten wir das große Glück, dass Anja schon bei der Reisebuchung schon den Transfer zum Hotel gebucht hatte und auch wieder dann zurück vom Hotel zum Flughafen die Woche dann darauf dann. Hätte man nicht machen müssen, man hätte sich auch easy peasy ein Taxi buchen können, wäre vom Preis her gleich gewesen. Aber Anja hatte, wie gesagt, den Transfer gleich mitgebucht. Der junge Mann wartete auch auf uns. Mit Schild. Mit Schildchen, ne, ganz lieb. Und hat uns super, mega easy peasy zum Hotel gefahren. War sehr nett, sehr freundlich. Also da kann man sich wiederum auch über nichts beschweren. Wie ich sowieso gleich mal vorneweg sagen muss, es wird in dem ganzen Podcast über den Urlaub von meiner Seite kein groß negatives Wort zu hören sein. Nur positiv eingestellt nach dem Urlaub. Vollkommen positiv. Also weiß jetzt nicht, ob Anja noch irgendwas eingefallen ist die letzte Woche, wo sie so drüber nachgedacht hat. Aber mir persönlich ist jetzt erstmal nichts irgendwie aufgefallen, weil ich in irgendeiner Art und Weise. Hey, wir haben ganz viele, wirklich ganz viele tolle Sachen auch erlebt. Die Menschen sind durchweg wirklich mega nett, freundlich. Vor allen Dingen passen die sehr gut zu unserem norddeutsch-brandenburgischen Charme, weil die Leute nicht aufdringlich sind, aber freundlich sind. Ja. Und im Endeffekt gehen sie dir nicht mit künstlicher Freundlichkeit auf den Keks, sondern sie respektieren ehrlicher. Und akzeptieren dich und sind sehr ehrlich freundlich. Und da kann man auch als Norddeutscher, so wie ich das ja nun mal bin, kann ich das auch sehr, sehr entspannt wieder zurückgeben und kann da ganz, es war wirklich auch von den Leuten her, also die Athener an sich sind auch sehr meine Kragenweite, muss ich sagen. Das stimmt. Also menschlich gesehen sind die sehr meine Kragenweite. Also witzigerweise sind die irgendwie genau auf unserer Wellenlänge. Also wir beide mögen das ja nicht so gerne mit, ne, wie Jens schon sagte, so falsche Freundlichkeit, wenn das so unglaublich over the top ist. Und die waren wirklich ehrlich freundlich. Also du hast gemerkt, natürlich, die rollen da keinem einen roten Teppich aus und tun so, als wenn jetzt der kommende Tourist jetzt der Heilsbringer von sonst wo wäre. Aber die sind wirklich ehrlich freundlich. Und wir haben festgestellt, wenn wir mit denen ins Gespräch gekommen sind und die gemerkt haben, dass wir alle unsere Latten am Zaun hatten und die Glühbirnen einigermaßen eingeschraubt waren, dass man sich wirklich gut mit uns unterhalten konnte, dann sind die mega aufgetaut und waren super, super putzig. Man konnte sich so nett mit ihnen unterhalten und die sind dann wirklich auch aus sich rausgekommen. Ne? Also so wie wir beide halt wirklich auch angezogen sind. Genau, also und dann, wie gesagt, das Hotel, das wir bezogen haben, was Anja gebucht hatte, war ein Ibis-Hotel im Stadtteil Neos Kosmos. Da sage ich gleich dazu, Neos Kosmos ist kein Touristengebiet, noch nicht. Ich weiß nicht, ob da eine Gentrifizierung die nächsten Jahre stattfinden wird. Im Moment sieht es nicht danach aus. Neos Kosmos ist hochspannend, hochinteressant als Stadtteil, weil das wirklich ein einheimischer Stadtteil ist. Und auch eine Art Schmelztiegel von vielen Dingen. Also du hast nicht nur Handwerk in den ganzen Straßen gehabt, sondern tatsächlich auch Wohngebiet plus ein bisschen Tourismus, aber auch familiär war einiges zu finden. Also für Familien ist es da auch sehr angenehm gewesen, muss ich echt sagen. Wir haben da wirklich auch viele Spielplätze gehabt. Parks waren da rundherum. Also wirklich schön gemacht. Ja, ich meine, Athen an sich ist natürlich zugebaut bis zum Ende. Also Athen ist wahrscheinlich eines mit der dicht besiedelsten Gebiete von ganz Europa. Ne, der Großraum Athen, sage ich jetzt mal. Und bei Neos Kosmos an sich ist wahrscheinlich der Ort in Athen, wo alle ihre Autos und Motorräder, Motorroller schrauben lassen, weil der gesamte Stadtteil besteht im Erdgeschoss aus kleinen Autowerkstätten, Motorradwerkstätten etc. oder kleinen Handwerksbetrieben, Teilehändlern etc.
Was ich aber sehr schön finde ist, und das glaube ich ist in vielen Stadtteilen so, du hast in jedem Stadtteil, in jeder Nachbarschaft so einen kleinen Platz, wo mal eine Kirche steht oder auch nicht, aber so ein Gemeinschaftsplatz, wo rundrum so ein paar Geschäfte angeordnet sind, so Bäckerei oder so ein Barista, so ein Kaffee-Dings oder so. Und wo man halt sich dann auch mal trifft und auf einem Platz treffen kann, was so ein bisschen für Gemeinschaft sorgt. Fand ich sehr schön. Und da haben wir halt am ersten Abend, sind wir da gleich auf Suche, Spurensuche gegangen. Es war ja schon spät und dunkel, als wir da waren. Und das Erste, was wir gefunden haben, war ein Burgerladen namens Big Nick. Und jetzt bei meiner nachträglichen Recherche ist rausgekommen, dass Big Nick wohl wirklich einer der bekanntesten und beliebtesten Burgerläden in Athen ist. Aber relativ klein, relativ überschaubar. Also aber wir reden davon, dass die so 8 Tische hatten. Ja, die haben 8 Tische draußen und 8 Tische drinnen. Also die haben schon ein bisschen mehr Tische gehabt. Aber die sind halt wirklich so vom Ruf, den sie haben, ja, als klein zu bezeichnen. Sind sie ja auch. Ne? Also der Ruf ist groß, aber die Location ist klein. So. Ja. Und der Ruf, den sie haben, der ist sehr positiv und den haben sie auch zurecht. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, also ich habe selten bessere Burger gegessen als bei Big Nick in Athen. Kann ich also wirklich sagen, also wer in Athen auf Burgersuche ist, der sollte sich nach Big Nick umgucken. Ja, die haben auch, glaube ich, bloß eine Filiale da in der Ecke. Soweit ich mitgekriegt habe, schon, ja. Genau, und ja, da haben wir unseren ersten Burger gegessen und das war auch ganz süß, ne? Du bist in einem fremden Land, Griechisch ist nicht so meine Sprache, ehrlich gesagt. Das endet bei Kalimera und Yamas und ist aber ansonsten, die sprechen halt alle Englisch. Im Zweifelsfall. Ne? Auf Deutsch sollte man nicht hoffen. Jens ist hingegangen und meinte, die sprechen alle Deutsch. Ja, ich bin ja mit relativ optimistischem Ansatz reingegangen und habe gesagt, naja gut, die Griechen waren ja alle mal in Deutschland, aber habe ich auch nicht erwartet. Also ich bin jetzt nicht so arrogant, dass ich da hingehe und erwarte, dass einer Deutsch mit mir spricht. Das nicht. Aber Englisch hat super funktioniert. Aber Englisch funktioniert halt super. Die ganzen jungen Leute, die da sind, die können alle Englisch. Das ist einfach Usus bei denen. Und im Zweifelsfalle, wenn man mal in einen kleinen Imbiss gerät, wo zwei Damen den Grill bedienen, dann haben die meistens ihren Sohn dabei, der dann Englisch kann und dir dann mit Englisch weiterhelfen kann. Hatten wir nämlich auch dann ein paar Tage später. Und ja, also von daher sprachlich gesehen, mit Englisch kommt man weiter. Aber ich sage auch, Englisch sollte man können. Ja. Um da ein halbwegs entspanntes Urlaubserlebnis draus zu bauen, sollte man wirklich Englisch können. Wenigstens Urlauber-Englisch, sag ich jetzt mal. Ja, ne? Genau. Das muss jetzt kein fließendes Business-Englisch sein, aber so Urlauber-Englisch sollte man mindestens können. Ansonsten ist man ein bisschen verloren da. Das stimmt. Ich weiß nicht, inwieweit sie sich entpuppen und dann doch irgendwann Deutsch können. Aber dadurch, dass wir gleich immer mit Englisch um die Ecke gekommen sind, hat man halt mit uns immer Englisch geredet. Und das war aber auch völlig in Ordnung. Also, genau. Ne? Das klappt ja gut. Völlig in Ordnung. Ansonsten, ja, was könnte man noch so Grundsätzliches sagen? Also bezahlen funktioniert sowohl mit Bargeld als auch mit Kredit- und Girokarte. Da braucht man sich also auch keinen Kopf machen. Ne? Griechenland ist ja Euroland und das ist völlig entspannt. Preislich gesehen, wenn man ansonsten in einem Touristengebiet wie Usedom wohnt und lebt und die Preise da kennt, auch die Gastronomiepreise kennt, dann wundert man sich in Griechenland nicht über irgendwelche Preise. Die sind nämlich ähnlich bis gleich, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Je nachdem, welche Viertel man ist. Also genau. Bei uns in Nios Kosmos war es ein bisschen günstiger, weil es halt wirklich Wohngebiet für Einheimische war. Genau. Und wir sind auch nicht weit von der Akropolis weg gewesen. Wir konnten innerhalb von einer halben Stunde immer hinlaufen. Waren dann natürlich im absoluten Tourismustrubel, wo dann natürlich auch Tourismuspreise angesagt waren. Und da brauchte man sich über einen Kaffee, der so zwischen 4 und 6 Euro da gekostet hat, auch nicht wundern. Das hat dann halt eben so viel gekostet. Und die Kugel Eis, 2,70 €, wo die Waffel extra bezahlt übrigens gehört mit 40 Cent und Sonderwaffeln 80 Cent. Nur ja, was Aber das Kaffee, weiß man halt. Genau, was Kaffee- und Eispreise angeht, braucht sich hier keiner beschweren. Also da sind wir hier wirklich noch in einem entspannten Limit. Also im Vergleich gesehen sind wir hier im entspannten Preisbereich irgendwo noch. Ne? Und es kann ja jeder selber entscheiden, ob man eine Kugel Eis für 2,70 € kaufen möchte oder nicht. Und es zwingt ihn auch niemand dazu. Genau. Und deswegen waren wir da auch völlig easy peasy. Und ja, es natürlich ist halt die absolute Tourismusecke. Also wir reden da von Plakat oder Psiri. Und
auch Anafiotika, das ist ja direkt dieses kleine Wohngebiet an der Akropolis dran gehängt. Und da kostet das halt wirklich eben Geld, wenn man da essen oder trinken oder irgendwas möchte. Aber das weiß man, wenn man da hingeht und dann bezahlt man es oder bezahlt man es halt eben nicht. Ich meine, wir reden davon, dass die Stadt 3,1 Millionen Einwohner hat. Was nur? Ja. Das ist ja noch relativ überschaubar. Ja, Stand 2023. Na, da kennt ja jeder jeden praktisch noch. Wahrscheinlich. Ist ja nicht viel mehr, ist ja nicht mehr als Berlin. Na, ich weiß nicht, wie viel Berlin im Moment hat, aber. Ist mir auch völlig egal, weil Athen schöner ist als Berlin. Definitiv. Und witzigerweise, also das muss ich auch sagen, das ist uns sehr, sehr positiv aufgefallen. Also ich muss dazu sagen, die, die mich kennen, werden es wissen. Ich habe eine Orientierung wie ein Baum. Also ich weiß, wo die Sonne ist und dann hört es auf. Wenn ich aber überlege, in Athen haben wir uns weder ein einziges Mal verlaufen, noch habe ich irgendwann mal Schwierigkeiten gehabt, mich zu orientieren. Es ist irgendwie logisch aufgebaut und man kommt praktisch irgendwie immer von A nach B und du hast nie Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Also ja, die griechischen Städtebauer der letzten 40, 50 Jahre, die kannten halt nur ein Lineal und ein rechtwinkliges Dreieck. Es war so cool. Als wir auf den Hügeln gestanden haben, nachdem wir die Wandertage hatten, konnten wir ja wirklich ein paar Mal direkt über ganz Athen gucken. Und du konntest wirklich die kompletten Straßen bis zum Hafen durchgucken, weil die wirklich gerade mit dem Lineal gezogen wurden. Die Hauptstraßen, die so wie so ein Spinnennetz abgehen, es ist der Knaller gewesen. Du, tatsächlich, also wenn du dich an die Hauptstraßen hältst, kannst du dich auch eigentlich nicht verlaufen. Das ist wirklich der Knaller gewesen. Also man findet immer von irgendwo nach irgendwo. Also das ist kein Problem. Hochphilosophisch klappt eigentlich überall. Ja, was man auch sagen muss ist, wenn man in Athen, also in Athen definiert man den Begriff Park etwas vertikaler als bei uns. Ja, während bei uns ein Park eine doch eher horizontale Ebene Anlage mit Bäumen, Wegen und ein bisschen Gerödel ist. Vielleicht noch ein Teich. Vielleicht noch ein Teich. Ist in Athen die Bezeichnung Park eine eher die Notwendigkeit, vertikal. Weil da irgendwie so ein Marmorhügel entstanden genau. ist und die sich dachten, ja gut, da können wir nichts drauf bauen, da machen wir einfach mal einen Park hin. Genau, also wenn du in Athen einen Park findest, ist die Steigung 12% und du musst wandern gehen. Genau, da musst du deine Wanderschuhe anhaben und gut zu Fuß sein, damit du den Park sozusagen vertikal erklimmen kannst. Ne? Und ja, bis auf den einen, diesen großen Park am Präsidentenpalast. Ja. Der war A, sehr schön. Ja. Und B, war der sehr flach. Ja. Der war also flach. Ist wahrscheinlich wegen des Präsidentenpalasts, haben sie dem zugestanden, da zu sein. Richtig. In flacher genau, Form. Genau. Aber ansonsten waren Parks in Athen immer vertikale Gebilde. Ja. Ich sag bloß Lykabettos-Hügel, 277 Meter. Genau. Die Luft ist da oben ist schon etwas dünner als woanders. Dafür aber sauberer als unten in der Stadt, weil ganz Athen besteht nur aus Auto, Motorrad und Motorrollerverkehr. Ja. Fahrräder kennen die gar nicht. Ich habe ein paar gesehen, aber das waren höchstens drei. Ich glaube, die sind wahrscheinlich auch einfach ja, nicht lebensmüde genug, um auf der Straße zu fahren. Drei in 9 Tagen. Ja. Nicht drei am Tag, sondern drei in 9 Tagen. Und ja, ansonsten fahren die halt alle Motorroller oder Auto. Und Motorradfahren 50% ohne Helm. Also das scheint keine Helmpflicht in Griechenland zu geben. Jo. Was für den alten, abgewickelten Motorradfahrer wie mich natürlich etwas verwunderlich im ersten Moment ist. Und die fahren ungefähr so, wie ich zu meinen besten Tagen nicht gefahren bin. So fahren die da alle. Es ist so ein bisschen das Gefühl von Timbuktu. Nicht ganz so schlimm, aber es funktioniert halt wirklich. Ja. Das ist das Unglaubliche daran. Es ist so ein eingespieltes Miteinander. Man denkt, oh Gott, es knallt an jeder Ecke oder so. Weil du so, oh, die ersten zwei Tage haben wir uns fast immer die Augen zugehalten, wo du dachtest, oh Gott, es knallt gleich. Nee, tut es nicht, weil es wirklich, wirklich funktioniert für die Leute. Genau, und das Schöne ist halt, nach zwei Tagen ist man da selber auch drin. Wenn man wenn man halt den Mut hat, sich in den Straßenverkehr von Athen zu stürzen, braucht man auch nur ein, zwei Tage. Jo. Dann hat man da ein Gefühl für entwickelt, dass man halt einmal mehr einfach guckt. Mal laufen muss. Ja, einfach auch. Mal laufen muss, einfach, aber einfach auch mal mehr guckt. Genau. Ne, weil wenn die Ampel für den Auto- und Motorradverkehr halt gelb-rot wird, dann fahren die noch.
Genau. Und sobald die Ampel rot wird die halt für die Fußgänger grün. In dem Moment musst du aber gucken, ob dir nicht noch ein Motorroller von der Seite ins Knie rollt und dir praktisch das Knie wegbricht. Das kann mal passieren, da musst du halt gucken. Ne? Das ist halt so, ne? Abfall ist überall. Von daher musst du gucken, dass du nicht der Abfall bist. Aber ansonsten gewöhnt man sich an die Verkehrsgeflogenheiten relativ schnell. Wir haben uns auch Ja. tatsächlich nicht gestresst gefühlt oder Nö. so. Also das muss ich echt sagen. Das mag für viele anders sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja gerne immer so ein bisschen als Moloch verschrien. Ist es tatsächlich schon auch, aber ich finde es absolut nicht im negativen Sinne. Es ist halt eine Großstadt und wenn man dahin fährt, weiß man das auch, worauf man sich einlässt. Wir zumindest. Und waren nicht gestresst. Wenn ich, ja, tatsächlich, nehmen wir wieder Berlin. Wenn ich nach Berlin fahre, fühle ich mich in Berlin nie wohl. In Athen war das überhaupt nicht der Fall. Also es war sehr angenehm und wie gesagt, die Stadt an sich, wenn man weiß, wie der Verkehr funktioniert, dann muss man einfach schauen und laufen und dann muss man sich auch mal vor das Auto stellen und einfach rüberlaufen, weil Ja. die halten an, weil die wissen, dass sie nicht im Recht sind, wenn sie jetzt weiterfahren und ansonsten stehst du halt eben übermorgen noch an der Ampel, weil es hält keiner für dich an oder Richtig. trägt dich rüber. Genau. Und von daher. Klassischer deutscher Manier, einfach mal auf die Straße stellen und mit der Hand den 40-Tonner stoppen. Genau. Obwohl da nicht viele 40-Tonner in der Nee, Innenstadt nee. zu sehen sind. Also gar Tatsächlich muss nicht ich auch eigentlich. sagen, wir haben wenig bis gar keine LKWs Nö. gesehen, maximal kleine Transporter, aber LKWs null. Also Nö. es muss sich Ja. tatsächlich wirklich am Hafen von Piräus das meiste abspielen. Ja, und Und der ansonsten, Innenstadtbereich genau, ist ich denke, gefühlt für große LKWs irgendwie tabu, ja, weil man. entweder organisieren die sich tatsächlich auf kleinere Transportgeschichten oder machen alles mit dem Moped, weil das haben wir auch gesehen. Kommoden oder Schirme oder sonstiges. Es wird auf dem Moped transportiert. Das ist wahrscheinlich einfacher als einen LKW zu benutzen. Genau. Ja, was halt auch auffällig ist, ne, wo wir da gerade so bei den Kleinigkeiten an den Straßen sind. Athen besteht im Erdgeschoss aus kleinen Geschäften. Das ist das, was mir halt aufgefallen ist. Ja, Du hast genau. wenig große Supermärkte, die gibt es auch in den einzelnen Straßen und Nachbarschaften. Die haben alle so was wie ein Lidl gibt es da oder so heimische griechische Supermarktketten. Aber ansonsten ist es halt immer noch, und das ist sehr angenehm für dich und sehr schön gewesen, eine Ansammlung von vielen Einzelhandelsgeschäften. Also was man in Deutschland ja gar nicht mehr kennt, es gibt in Griechenland, also in Athen gibt es Läden für Farbe. Man bekommt Wandlack und sonstige Farbe in Einzelhandelsgeschäften. Da braucht man keinen Baumarkt für. Ja, Es genau. gibt Wasserhähne, Duscharmaturen. Da gibt es nicht nur ein Geschäft, sondern gibt es dann drei gleiche Geschäfte nebeneinander, die Badausstattung verkaufen. Das war im Psiri. Das ist eigentlich ein Handwerkerviertel gewesen, ist inzwischen so ein bisschen zu so einem Innenviertel avanciert. Und wenn man da an die Seitenstraßen guckt, hat man in jeder Seitenstraße mindestens vier Geschäfte für Griffe. Etlicherweise, ob nun Badgriffe, Türgriffe, Fenstergriffe, Schrankgriffe, es ist egal. Es sind fünf Geschäfte in einer Seitenstraße für Griffe und in der nächsten Seitenstraße auch. Und die existieren alle und die funktionieren alle. Die haben bis heute überlebt. Das ist das Kuriose, wo wir gar nicht drüber richtig hinweggekommen sind, ne? Genau. Also von daher auch ganz interessant, dass da so was wie eine Einzelhandelskultur noch besteht, die ja gefühlterweise hier bei uns irgendwie so den Bach runterzugehen scheint. Frage ist, was haben die anders gemacht? Ob die wirklich aus. Vielleicht haben die noch eine Innenstadtkultur oder eine Haben die auf Innenwirtschaftskultur jeden und so Fall. weiter. Also, das haben wir auch festgestellt. Die Leute sind wirklich viel draußen. Einfach auch, ne, wie gesagt, also, die sind 3,1 Millionen in der Stadt. Die Lebenshaltungskosten in Athen sind sehr hoch und der Wohnraum ziemlich klein. Also, bei denen findet ganz viel draußen statt, logischerweise. Und es ist auch lange warm. Und ich glaube auch dadurch, dass die in ihrer, sage ich mal, Mittagspause, weil es fängt da relativ spät an, wegen der Hitze natürlich auch im Sommer, dass die halt auch echt draußen sind und sich noch unterhalten und da wahrscheinlich auch wirklich so Nachbarschaftshilfe auch noch existiert und in den Geschäften auch kaufen, weil die sich kennen. Genau. Ja, siehst du, so, jetzt sind wir schon bei 29,5 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch gleich mal einen Cut bei einer halben Stunde, weil ansonsten quatschen mir die Leute hier so unnötig zu. Und da wir hier gerade nämlich bei uns im November sind oder Ende November in den Dezember reingehen, würde ich sagen, machen wir noch eine zweite Folge Athen in der nächsten Woche, weil meine Woche dem
denke ich mal, sehr langweilig werden wird jetzt. Von daher heben wir uns dann noch ein bisschen Athen für die nächste Woche auf und sagen jetzt schon mal, wir freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört Es beim gibt eh noch nächsten eine Menge zu Podcast. erzählen. Wir haben Es noch nicht gibt eine mal. ganze Menge zu erzählen. Wir wollen euch jetzt auch nicht gleich am Anfang mit einer Stunde Podcast über Athen nerven. Ja, von daher würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Ich werde jetzt meinen Tee trinken, weil das, was ich aus Athen mitgebracht habe, ist nämlich so eine kleine Mini-Erkältung. Mini-Klimaanlagen-Erkältung. Also Gott sei Dank weder Corona noch Grippe noch irgendwas anderes. Aber diese Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel, die haben mir ganz kurz einen Schnuppen mitgegeben, den ich gerade so im Reste auskuriere. Darum Ja. sagen wir jetzt Jammers zum Tee Genau, Jammer und zum Tee lasst und euch den Abend nicht lang werden. genau, und ich schiebe jetzt die Podcast-Folge erstmal irgendwie hoch und dann ja, wünschen wir euch eine angenehme Woche. Nächste Woche ist schon erster Advent. Wir werden am Samstag nach Neubrandenburg zu Thorsten Sträter. Die Karten habe ich schon im Januar gekauft. Und da ja, sind wir nächste Woche in Neubrandenburg. Werden noch eine kleine Ausstellungseröffnung vorneweg mitnehmen von einem guten Bekannten von mir. Und ja, mal gucken, da gibt es dann Fotos und Bildmaterial gibt es ja wie immer in den sozialen Netzwerken. Also entweder bei Anja auf Instagram unter @linalaschmund ja, oder bei mir unter @scheider_cc oder halt auch, ne, guckt da auch mal bei @lignac_mac. Aber das seht ihr alles in den im Text zum Podcast. Oder ihr kennt uns ja auch und findet uns ja in den sozialen Netzwerken. Von daher guckt da einfach, da gibt es noch Bildmaterial. Ich habe noch einen Zentner unbearbeitete Athen-Fotos, die irgendwie nochmal veröffentlicht werden wollen. Und von daher werdet ihr noch genug belästigt werden von uns. In dem Sinne, bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.